Moin Leute, ist gerade ein bisschen hell, weil ich muss mit Licht filmen. Ich bin gerade auf der gegenüberliegenden Seite der Stadt. Meine Fresse ist jetzt schwer. Das ist Erika. Sie ist von Japan. Wir haben uns vor 2 Wochen beim Neon One kennengelernt, haben uns heute nochmal getroffen. Wir waren nochmal im Kings Park. Wir werden gleich nochmal einen Pub geben, ein bisschen was trinken. Danach werde ich mir einen Platz suchen, um zu schlafen in meinem Auto. Und ansonsten, ich zeige euch jetzt mal die Stadt von der anderen Seite des Sees. Ist echt atemberaubend, also es gefällt mir echt. Ich hoffe, ihr seht das mit dem Filmlicht. Ansonsten mache ich ein Foto nochmal, ein schönes für euch. Es sieht halt wirklich extrem geil aus. Und ansonsten, morgen ist Sonntag, übermorgen Montag, das heißt wieder arbeiten. Und ansonsten melde ich mich, wenn es was Neues gibt oder wenn ich irgendwas Neues sehe, erfahre, erlebe. Ne? Ansonsten, macht's gut! Ich weiß nicht, was hier abgeht, aber es ist übelst geil. Keine Ahnung, durch Zufall durchgestoßen. Wir haben nach einem Pub gesucht, ich und Erika. Und und auf einmal war hier alles gesperrt, Auto abgestellt, wollten gucken, was abgeht. Und dann auf einmal sowas. Ach so geil. Versteht. Ich weiß jetzt, um was es hier geht, und zwar ist das eine Schwulenparade. Und ich bin zwar nicht schwul, aber es ist ziemlich geil, die Leute hier, die gehen übelst ab. Moin Leute, ich bin heute mal ein bisschen gewandert, das erste Mal, heute ist Sonntag, ich habe frei, Wochenende habe ich immer frei, mich hat einer aus Perth besucht, Kumpel, kennt er auch schon, und wir haben uns heute kurzfristig mal entschlossen, ein Stück zu wandern. Ich kann euch mal zeigen, wir haben jetzt hier den super Blick auf das Camp, wo ich bin, das da hinten, man sieht ein paar vereinzelte Häuser. Es ist jetzt nicht relativ groß, aber wie gesagt, da wohne ich und wir sind halt straight geradeaus gelaufen. Und über ein Feld rüber, über so ein Bauernfeld, was wir eigentlich gar nicht durften, aber hat ja keiner mitgekriegt, Gott sei Dank. Ist ziemlich heiß heute, wir haben uns echt einen beschissenen Tag ausgesucht, aber naja, was soll's. Müssen wir jetzt durch, wir haben es ja geschafft. Das Einzige, was mich richtig ankotzt, sind die Fliegen. Richtig ausrasten bei der Scheiße. Töten, töten, alle töten! Aber naja, gut, ansonsten kann ich das hier mal ein bisschen zeigen, einmal rundherum. Was wir jetzt noch vorhaben ist, wir gehen
ist immer ein bisschen mehr. Und ansonsten, jo, sind jetzt ungefähr 35 Grad, weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber wisst ihr, was wir machen, wenn wir zurück sind? Dann legen wir uns an den Pool. Und ich hoffe, ihr seid neidisch. Weil wir werden braun, wir haben einen Pool und ja, eine Menge Fliegen. Ansonsten schöne Grüße aus Australien von mir und von Christoph. Ich hoffe, ihr seht ihn. Und ja, gehen wir jetzt noch kurz gucken, dann wieder zurück und dann am Pool. Bis denn. Das ist meiner, dass er das jetzt auch wisst. Ah, wir gehen jetzt zurück zum Pool und dann chillen wir den Rest des Tages. Einmal freiwillig sagen. Ansonsten, die Investition in Wanderschuhe hat sich wirklich gelohnt. Top. Und noch habe ich mich nicht auf die Fresse gepackt, aber kommt bestimmt ohne.